Hallo, ihr Menschen rausgemeldet. Ja, es geht weiter mit Gideon, weißt du die? Ich möchte jetzt nicht speichern, noch nicht. Und ich habe wieder ein bisschen was vorbereitet, was ich jetzt mal ansprechen muss. Ich würde sagen, das mache ich direkt mal. Auf der Suche nach der Mission. Ich glaube, sie ist nicht da. Gut, auf der Suche nach der Mission bespreche ich das jetzt mal, was ich vorbereitet habe. Okay. Saints Row 4 kommt wahrscheinlich nicht, weil, wie gesagt, hab einen Kommentar gelesen, ja, bist du, hast das eh wieder ausgelutscht. Ich habe momentan sowieso kein Geld mehr, weil ich mir Bioshock Infinite für Saints Row 4 geholt habe. Und Bioshock Infinite ist ein gutes Spiel, was ich nach knapp 8 Stunden durch hatte. Also habe ich heute früh dann durchgespielt, gestern habe ich es mir geholt. Ist aber ein gutes Spiel, kann man sich mal holen. Davon gibt es aber dann kein Let's Play jetzt oder so, weil das hat man wirklich auch schon zu oft gesehen. Und ich renne hier immer noch verzweifelt nach der Suche, nach der Mission rum. Mafia 2. Es ist ein Problem. Es ist ein sehr, sehr großes Problem und ich weiß nicht, wie ich das Problem lösen soll. Wie so oft in meinem Leben gibt es Probleme und ich weiß nicht, was ich machen kann. Es war ganz einfach. Es gab einen Kommentar. Nein, Mafia 2, lass mal. Und dann gab es wieder einen Kommentar. Ja, mach bitte. Und ja, es gab nur die zwei Stimmen, also es gibt eine für ja, mach weiter und eine für nee, lass mal. So, da ich ja eigentlich gern täuschen will, stehe ich jetzt da ein bisschen im Dreck. Aber ich sag mal so, im Endeffekt wird sowieso immer einer enttäuscht. Also, ich weiß jetzt nicht, dass ich, ja, habe ich mir wehgetan, ich bin clever. Weiß ich jetzt immer noch nicht so, das muss doch im Vordergrund da sein. Weiß ich jetzt immer noch nicht so genau, wie wir das jetzt machen. Aber ich persönlich wollte das jetzt auch nicht weiterführen, weil Mafia 2 ist jetzt wirklich schon so ein bisschen her und ich müsste mich dann auch erstmal noch reinfinden. Da habe ich jetzt so persönlich jetzt auch keinen Bock drauf, da ich momentan privat andere Sachen spiele. Devil May Cry zum Beispiel. Oder jetzt hätte auch GTA City erstmal das Player. Und ich würde sagen, wir machen erstmal das hier durch und wenn wir das dann durch haben, dann können wir uns alle zusammen freuen und dann geben wir vielleicht auch einen aus. Wenn ich aus diesem dämlichen Labyrinth gefunden habe. Ich glaube, das war eine schlechte Idee, in meinen Garten zu gehen. Okay. Wir haben noch eine Karte. Da bin ich. Wow. So, ich mache jetzt hier Super Zoom. Wo könnte das sein? Es ist auf jeden Fall. Moment. Nicht, dass ich das Spiel jetzt verbuggt habe. Und die Missionen weg ist und ich das damit bestätigt habe, dass ich gespeichert habe. Das wäre schlecht. Oder wir machen dann jetzt eine andere Mission, aber ganz ehrlich, ich möchte lieber. Das ist wahrscheinlich einfach nur das. Wir haben wahrscheinlich hier gar keine Mission mehr. Bin ich vielleicht ein bisschen behindert? Das kann. Ja, ihr könnt jetzt aufhören, eure Bildschirme zu schreien. Ja, ich hab's gecheckt. Das ist nur die Geldanzeige. So mit der krassen Stretch Limo. Machen wir uns dann auf den Weg zur anderen Mission. Haben ja genug Auswahl und dann würde ich sagen, wir gehen zu Larfist. Das ist eine Band, über die uns Ken Rosenberg informiert hat. Die haben auch recht lustige Missionen. Und was da noch kommt, da bin ich jetzt auch recht gespannt. Nee, gut. Also was ich sagen wollte, habe ich gesagt. Wäre echt toll, wenn ihr dann vielleicht noch einen Kommentar zu Mafia 2 abgeben könntet. So von wegen, was Phase ist. Damit ich Bescheid weiß, weil ansonsten da habe ich ein Problem. Ja, querfährt ein. Wieso auch nicht. So macht Fahren Spaß. Okay, von Lauf ist weiß ich jetzt nicht mehr so viele Missionen. Ich glaube nur, dass es da irgendeine gab, wo in dieser Limo hier eine Bombe eingebaut war. Aber die kam erst recht spät. Und war, glaube ich, auch die letzte Mission von denen. Was die jetzt als erstes für uns haben, da bin ich überfragt. Da ist ein Zeppelin. Was man alles so sieht, wenn man mal auf die Umgebung achtet. Da ist ein Polizeiauto, da ist ein Taxi. Da ist ein Feuerwehrauto. Ich glaube, ich muss schnell raus aus dem Viertel. Die sehen mich wahrscheinlich nicht so gerne. Ammunition brauchen wir jetzt nicht. Glaube ich. Ne, ich denke mal. Mit dem, was wir haben, kommen wir jetzt noch einigermaßen zurecht. Und jetzt wird, glaube ich, nicht so viel geballert. Ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Yes! Brilliant, bloody brilliant!
Hey, Tommy! Glad you could make it. Hey, you ever met Lovefish before? No, I haven't, but I've always loved your music. Let me introduce you to the band. This is Percy, Dick, and Willie's in the Kazi, and that was Jez in the booth earlier. And guys, I want you to meet a good friend of mine. This is Tommy. We go way back. Hey, pal. And, what was your name again? Leave it out, Jez, you remember. Lovefish. Don't be playing them games with me, mate. I'm too crafty for that sunshine. English. Good one in America. The thing is, Tom, mental. The boys need some help. They ain't too connected here. They don't have the old hands, your father. We need some drugs, pal! Gotta get on the old Lovefish Fury, yeah. You know? Yeah! Well, this is Vice City, man. What's the problem? Love juice, man. We need love juice, man, can? Love juice? Aye. Two parts boomshine, one part trumpet, five fizz bombs, and a litre of petrol. Can you help us out, pal? Oh, we really mean a lot you to the boys. You can do that for the boys, right? Kinder nehmen keine Drogen. Außer ihr wollt die Band starten. Okay, wir sollen jetzt also bestimmte Sachen für den sogenannten Love Juice besorgen, was eine Droge für die nette Band hier ist. Die, naja, ein bisschen sehr eigen ist. Aber ich denke mal, das erledigen wir direkt mal und hier finden wir offenbar schon die erste Sache. Du brauchst ein Auto oder Motorrad. Ja, ich glaube, mit der Limousine kommen wir, glaube ich, hier jetzt nicht so. Rutsch mal. Zählt das nicht als Auto? Drück auf die Hupe. Ich hab die Hupe jetzt nicht gehört, aber... Knöpft den Lilo vor und hol dir den Stoff. Tja, das hätte ich jetzt keiner kommen sehen, ne? Dass die Limousine für den Job jetzt nicht so gelten, das hätte jetzt auch keiner kommen sehen, ne? Ne? Ach, das ist doch... Nee. Mission fehlgeschlagen, das sind die Leute. Okay, gut, das ist klar. Okay, wir sind ja... Moment. Nein, bitte bleib stehen. Bleib stehen. Presse. So. Haben wir schon mal ein recht schnelles Fahrzeug. So, wenn es jetzt noch da stehen bleibt, das wäre jetzt Traum. Love Juice, das muss ich mir jetzt nicht nochmal antun, der ja gekreischt, da muss ich direkt meine Kopfhörer runterdrehen, so hässlich klang das. Also Michael Jackson hatte dagegen wirklich eine tiefe Stimme. Och nee! Zwei Radtopf im Boden aus $17, damit kann ich mir nicht meinen Arsch abwischen. Abgesehen davon, dass wir generell ja doch schon recht viel Kohle für den Moment haben. Liegt vielleicht daran, dass wir uns eigentlich erst nicht so viel kaufen. Ja, du beklaust mich. Oh ja, beklau mich, da stehe ich so drauf. Knöpfe den Dealer vor, ja, bin ich dabei? Ja, lass mich bitte durch. Der ist aber ganz schön schnell, ne? Also. Okay, wir haben hier noch einen Blick, ich direkt mal so lange wir einen Blick haben. Sollte das. Na, kein Problem werden. Oh, das war dann doch besser gelöst, als ich dachte. Okay, los. Tempo. Okay, die Musik ist jetzt vielleicht nicht so toll. Emotion. Da kommt Werbung. Gott, was wird das hier? Ja, ich möchte Musik, keine Werbung. Ja, gut, wird wohl gehen müssen. Oh, drück doch mal auf die Bremse. Oh, Unfall gebaut. Ja, tut mir echt leid. Haben wir ihn erwischt? Ja, Hammer. Gut. Schrotze. Nehmen wir mit. Und Diet. Okay, das Moped ist schnell. Das Telefon. Ein bisschen Gesellschaft. Jo, das pusht uns jetzt ein bisschen. Okay, der Hubmann. Nach vorne lehnen. Geht jetzt offenbar gerade nicht so. Aber das Moped ist auch schnell genug. So, wir müssen Mercedes abholen. Oh, ich hasse dich, Baum. Ich meine, Greenpeace, das habt ihr jetzt nicht gehört. Okay, gut, auf der Straße ist das ein bisschen besser mit dem Halt. So, Mercedes, weil die Jungs Gesellschaft brauchen. Ah, okay, das ist also eine reine Hol-Sachen-Aktion. Das ist jetzt vielleicht für euch jetzt nicht so interessant, aber naja, es gehört jetzt nicht viel und man muss das mal sehen.
Ihr könnt doch gerne mal noch, man kann zweimal in die Kommentare schreiben. Habt ihr und wann habt ihr euer erstes GTA gespielt? Und was für ein war's? Das würde mich wirklich mal interessieren, weil ich denke mal, die meisten von euch werden GTA City noch in Erinnerung haben. Wenn nicht, dann halt nicht. Und, ich würde mich mal interessieren, einfach so just for fun-mäßig. Nur hallo Laterne. Mercedes kommt ja damit aufs Motorrad. Ich glaube, da muss ich nochmal ein bisschen extra vorsichtig fahren, weil die wird wahrscheinlich sofort sterben, sobald ich mich einmal auf die Fresse lege. Das ist schön an Zeppelin, mein Gott. Ja. Ja, hallo Polizei. So. Hey Mercedes. Hiya Tommy. And how are you? Just fine. Listen. Fancy having love fest? Okay, but just as a favor, I expect return. Ja, das werden wir dann wahrscheinlich noch früh genug machen müssen. Und wir haben jetzt auch nur noch eine Minute, na super. Ah, Gott, was hab ich verbrochen? Okay, gut. Straße ist wenigstens frei, das heißt, wir sollten recht schnell durchkommen. Okay, Musik pusht. 1 Minute 10. Wenn die Straße so frei bleibt, haben wir vielleicht eine plausible Chance, das jetzt noch zu schaffen. Aber naja, Hochmut kommt vor den Fall, ne? Fall, verstehst du? Motorrad hinfallen, ne? Ja, der war schlecht, ich weiß. Gut. Da können wir ein bisschen abkürzen. So, Hauptstraße. Da ist lustigerweise jetzt gerade nicht viel los. Na gut, ein, zwei Autos. Die einfach mal so die Spur wechseln. Weil ich denke, ey, ich bin lustig. Okay, gleich da. Wir haben nur noch 30 Sekunden, ey. Ich freue meinen Ast ab, ne? Gut, bremst. Na los. Geschafft. du schmeichelst hier. Gut, das haben wir elegant gelöst. Und die Laufanimation ist nicht besser geworden. 2000. Ich gehe jetzt erstmal speichern, weil die Mission möchte ich mir definitiv nicht nochmal antun. Die war nicht lustig. Möchte ich mal so behaupten. Jetzt machen wir wieder ein bisschen Nostalgie-Musik hier. Bewerbung möchte ich nicht. Ich möchte Nostalgie-Musik. So viel dazu? Ne? Ja, das Lied mein. Ich zu kennen. Ich muss jetzt mal überlegen. Okay, ist doch egal. Da ist direkt ein Speicherpunkt. Und da können wir das Moped parken. Und ans Telefon gehen. How you doing, mate? It's Paolo again. Look, Tommy, I forgot to mention, we're gonna need some extra muscle for the concert. A bit of security. There's a biker gang led by Mitch Baker. It would be great publicity. Very rock and roll, baby. Sort this out for me, and I'll get you some backstage passes for the gig, alright? Ja. Im Endeffekt muss ich sowieso erledigen, also selbst wenn ich da jetzt hätte Nein gesagt, hätte ich es wahrscheinlich dann doch machen müssen, ne? Deswegen kriegt man auch gar keine Wahl, ob wir überhaupt Ja oder Nein machen können. Weil, im Endeffekt, naja. Okay, Biker Gang und so, habe ich jetzt nicht so den Drang drauf. Der Part geht wahrscheinlich jetzt auch schon ein bisschen. Da muss ich jetzt hoffen, dass die nächste Mission nicht so lang geht. Weil ich bin jetzt nicht so der Fan von Überlenkparts. Weil, das muss nicht sein. Das muss nicht sein. Das Lied war, glaube ich, ein GTA über, kann das? Ja, ich meine. So, ich bin jetzt hier gerade nochmal eine Runde Kreis gefahren, einfach weil es so schön war. Und jetzt hoffe ich, dass ich endlich für diesen Rücken komme, wo man drüber fahren kann zu der nächsten Mission, weil das. Ich glaube, ich bin jetzt wirklich im Kreis gefahren, kann das. Ja, da war mein Haus. Okay, ich bin ein kleines Schnitt, bis ich da. Was war jetzt mit meiner Stimme los? Ich war ein kleines Schnitt, bis ich da bin. Und dann sehen wir weiter, ne?
Bis dann. Das ist ja auch, da sind wir da. Haben wir perfekt eingeborgt. Und die nächste Laufmission. See you, Killer. Tommy, man, am I glad to see you. What's going on? Bad vibes, Tommy. Aye, I'm not joking, gang. It is heavy stuff, man. Heavy, gang. This cat, we hardly know him, but he knows us. Like this cat. Knows all about us. Knows that Willie likes his ladies' underwear, eh? Or that Percy likes to do that. Shut up, you fool. Just eh? A jazz bomb, yes. Sheep. To love rocket thing, can. Wait, shut yeah, up. Yeah, a love rocket thing, right? But listen, this cat. The guy wants Lovefist dead. Dead, Tommy. Lovefist, gone. You know what they say, the good die young, but Tommy, you've got to save Lovefist. We've got a signing in 2 hours, and I think... Yeah, and the boys think the stalker's gonna try some monkey business there. Das ist, glaube ich, schon die Limousin-Mission, kann das? Es ist die Limousin-Mission, ja. Okay, ich glaube, da müsste man nichts machen, außer rumfahren, so ähnlich wie in dem Film Speed. Einfach nur eine bestimmte Geschwindigkeit hat. This one's really good, and I'm not receiving any special treatment. Der hat's ja dann gleich sehen. Da ist auf jeden Fall schon mal eine Markierung. Rock City. Na, Schnecke. Na, Schnecke. Na, du. Oh, da ist ein enttäuschter Fan. Ja, da kann ich jetzt auch nichts machen, ne? Erledigen Ohren, lass ihn nicht kommen. Das werde ich jetzt wohl versuchen müssen. Ja, wenn da nicht diese dämliche Kurve gewesen wäre, hätten wir das vielleicht auch schon erledigt haben können. Wie fährt er denn auch, ne? Haben wir dich auf den Sack? Na, das war ja richtig schwer. Renn, du Wahnsinniger! Gut, das war's dann mit GTA Vice City für heute. Ich versuche jetzt noch schnell vor der Polizei zu flüchten, bevor die mir ans Bein pisst. Und dann möchte ich schon mal sagen, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es war wirklich wieder eine große Freude für euch aufzunehmen. Und wir sehen uns das nächste Mal. Bis dann.